Halber Höhe zwischen Unter- und Obertauern liegt das Gebiet der Gnadenalm. Dieses 400 Hektar große Areal dient nicht nur der Vieh- und Milchwirtschaft, sondern erfreut sich auch bei Wanderern großer Beliebtheit. Besonders dann, wenn das Almfest stattfindet. Der Almboden liegt auf knapp 1300 Meter Seehöhe, die höchste teilnehmende Hütte, die Südwiener Hütte, auf 1802 Meter. Wir sind im Prinzip ja das letzte Glied von allen, gell? Und unten wird ja auch viel geboten. Aber wir merken schon, die Leute wollen auch zu uns auffahren. Ja, man braucht im Sommer für den Hintergnadenalm ein Viertel oder anderthalb Stunden. Ist ganz leicht zum Gehen. Und im Winter ist es zwei Stunden, wo man braucht, weil man von der Vordergnadenalm weggeht. Aber es ist echt schöne Wanderung. Gell? Jede Hütte hat seine Spezialitäten. Und so haben wir den Koch bei der Zubereitung des Kaiserschmarrns mit frischen Schwarzbeeren über die Schulter geschaut. So lässt es sich aushalten. Ja, wir haben es auch gern gemütlich und auch gern ein gutes Essen. Darum sind wir auch da. Wie ist es zum Aufgehen gewesen? Super war es. Ganz fein. Eine gemütliche Wanderung? Ja. Schön langsam. Dass man noch ratschen kann daneben. Ja, unsere Tochter ist da Sängerin, schon zum zweiten Mal da. Und die haben wir heute besucht. Darum sind wir eigentlich da. Ja. Und dann haben wir zugeschaut, wie es die Kirche bocht, weil die ist erstklassige Kirchenbocherin. Kirchel, das sind die, wir nennen Kropfen, Bauernkropfen. Bei uns heißen es Kircheln. Danke fürs Übersetzen. Dort im roten Rosengarten, wo die schönsten Mädchen warten. Wieder am Almboden auf der Huberhütte geht's lustig zu. Betriebsausflug der Thalgauer Boscher. Und auf der anderen Seite bei der Palfenhütte spielt ein Duo. Ein kurzes Stück gehen und schon ist man bei der Weißenhofalm bzw. der Gschwendhofhütte. Auch hier Musik und die entsprechende Stimmung. Und Fleischkrapfen mit Sauerkraut und selbstgemachten Käse. Am Allesalmweg, der bei der vordersten Hütte der Gnadenalm beginnt, kann man Interessantes sehen und lernen. Natürlich bei so einem Wetter, bei so einem Tag ist es umso schöner und das ganze Wasserthema rundherum, da ist es dann natürlich doppelt lustig, aber er kommt extrem gut an und weil er für alle Altersschichten spannend ist, also auch für die Größeren mit ein bisschen, ja, sag ich mal, Rätselfaktor und so weiter und für die Kleinen, wo es halt wirklich ein bisschen um Sommerdummturnen geht, um das Naturerleben. Die Leute taugt das einfach in der Natur, sie gehen eine Runde, sind ja, teilweise mitten unter die Kirchen, von der einen Alm zur anderen Alm. Und es macht einem einfach Spaß, das merkst, was los ist. Zum Abschluss dieses herrlichen Tages besuchen wir noch die Maialalm. Wir haben angefangen mit der Südwiener Hütte und nachher oben hintergenommen und auf der Vordergnaden. Da haben wir nachher gut gegessen und jetzt sind wir noch auf die Maialaufer. Da spielt unser Sohnemann.